Ihr hört Megafon 95, der Fortuna Podcast von Projekt Megafon. Hallo und herzlich willkommen zu Megafon 95, euer Fortuna Düsseldorf Fußballtalk von Fans für Fans. Wir sind keine bezahlten Journalisten von irgendwelchen Zeitungen oder Radiosendern. Wir sind Fans und wir machen für euch diesen Podcast. Der nennt sich Megafon 95 und da quatschen wir über unsere Fortuna. Das ist die Folge zum 34. Spieltag. Nächste Woche erscheint die Folge zum Saisonabschluss. Wir sind ein bisschen zeitverzögert, aber ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Sollte ein bisschen was, um die Sommerpause zu überbrücken. Micha. Deutscher Meister wird nur die Fortuna. Hey. Nur die Fortuna. Hey. Nur die Fortuna. Hey. Wie fühlst du dich als deutscher Meister der zweiten Bundesliga? Ja, ich fühle mich, als wäre ich deutscher Meister der zweiten Bundesliga. Und man kann ja schon sagen, jetzt mit bisschen Abstand, denke ich mir so, ja, kann man mal machen. Und ich freue mich auf die nächste Saison. Jetzt haben wir in dieser Folge vorbereitet natürlich das Thema Aufstiegsparty und wir sprechen natürlich über den ersten FC Nürnberg. Wie gesagt, die Folge zum Saisonabschluss, zum Rückblick, kommt dann auch noch. Ich bin der Mo, das haben wir noch ganz noch gar nicht vorgestellt. Ihr findet mich als Swampendribbler auf Twitter, der Michael ist @Schwensky8 auf Twitter. Das ist mein Co-Moderator und wir begleiten euch sozusagen durch diese Sendung. An Moderation komplett verkackt, weil wir die ersten zwei Minuten schon gelabert haben. Es gab ein paar Kommentare auf Facebook, auf YouTube. Wir haben uns von Devin Kasper mehr oder weniger eine Bestätigung bekommen zu einem Kommentar der letzten Woche. Befindet uns als Projekt Megafon. Dann gibt's die Gruppe Megafon 95. Dort könnt ihr gerne diskutieren. Wir lassen generell erstmal jeden rein. Und wir freuen uns, wenn ihr mit uns mitdiskutiert. Ja, aber Devin Kasper, um zu ihm zurückzukommen, hat geschrieben, dass der Man of the Match Vorschlag seines Erachtens nach super interessant klingen würde. Wir bringen Man of the Match zurück. Wir wissen noch nicht, ob das Man of the Match nennen wird. Aber so ein Prototyp haben wir auch schon in dieser Folge zum Nürnberg-Spiel. Hoffen uns natürlich, dass ihr dann uns da auch mit Vorschlägen und Meinungen füttern werdet, sodass wir da auch Feedback haben und es nicht wieder nach 5 Folgen einstellen. Micha, du hast letzte Woche so ein bisschen den Rant gestartet. Dazu gab es ein paar Meinungen dagegen. Ich habe halt gesagt, dass der Platzsturm nach dem Kiel-Spiel eigentlich unnötig gewesen war. Also für mich war es unnötig, weil da die Emotionen meiner Meinung nach schon raus waren. Auf YouTube hat dann nochmal Devin Kasper geschrieben zum Thema Platzsturm. Ich verstehe deine Argumente zwar, aber was hätte sich geändert, wenn Düsseldorf gewonnen hätte? Dann habe ich halt ein bisschen rausgeschnitten, was halt die aktuelle Ausgangslage beschrieben hat. Von daher ist es ja wohl egal, ob gewonnen oder nicht, da wir so oder so den Aufstieg feiern wollten. Die Meisterschaft ist 95% von uns doch scheißegal. Hauptsache ist die Aufstieg. Jetzt muss ich kurz dazu sagen, die Meisterschaft ist mir nicht egal. Ich freue mich, dass Fortuna Zweitligameister ist. Und wir endlich mal was hatten aus, wie sagt man im Englischen so schön, Silverware, was man in die Luft halten konnte und mal einen Erfolg hat, den der Verein nachweislich auf dem Papier hat. Ja, ich muss sagen, mir war die Meisterschaft auch, als wir sie gewonnen hatten, war sie mir eigentlich egal. Aber dann bei der Aufstiegsparty, wo ich war, am Rathaus, war doch ganz cool, dann so eine Schale zu haben, die hochstrecken zu können. Und also, ich sag mal so, eigentlich ist es egal, aber es ist nochmal so ein geiler Bonus zum Feiern. Ja, ein weiterer Kommentar war auf YouTube von Zoon Politikon. Er hat erst eine ausführliche Einschätzung geschrieben zum vor dem Nürnberg-Spiel, was er halt erwartet vom Spiel. Einerseits danke dafür. Und weiterhin schrieb er auch, ich fand den Sturm auch recht uninspiriert und emotionslos. Man ist nun mal in Dresden aufgestiegen. Wesentlich schöner und authentischer war dann doch die Feierlichkeit in der Altstadt in Rot und Weiß nach dem Dresden-Spiel. Also so ein Politikon hat es dann, glaube ich, eher so gefühlt wie ich, dass da irgendwie die Luft schon raus war. Aber wahrscheinlich waren die halt vorher nicht in der Altstadt gefeiert haben die Woche, für die war es dann wahrscheinlich so wie Devin Kasper, der dann halt eher dachte, okay, jetzt feiere ich schon und nicht halt schon nach dem Dresden-Spiel. In Nürnberg hat man ja auch gesehen, dass Nürnberg nach dem, obwohl sie ja eigentlich die Meisterschaft verschenkt haben nach einer 2-0-Führung, da haben die Fans auch einen Platzsturm gemacht und gefeiert. Also anscheinend ist es wirklich nur... Ja, der Platzsturm als It-Thing, wenn man so möchte. Kennen wir ein Spiel? Fortuna startete im klassischen 4-2-3-1. Rahman kam für Nielsen in die Partie und Zimmer für
schauerte. 6. Minute, direkt BÄM, 1-0 für Nürnberg. Wolf lässt den Freistoß, vor Löwen klatschen und ja, Marc Reiter schiebt ein. Jetzt haben wir in letzter Zeit schon wieder angesprochen gehabt, dass Wolf Fehler macht. War es ein Fehler von ihm? Weil wir haben ja auch sozusagen zum Saisonhälftenfazit, das wir damals mit dem Jens gemacht haben, halt auch darüber gesprochen, dass Rensing auf der Linie besser ist. War es denn ein Fehler von ihm? Steht er in der Kritik? Weil er hat ja auch verlängert. Es ist ein Fehler, aber es ist halt nur ein kleiner Fehler, weil ich sag mal so, ein überragender Torwart fängt den Ball, auch so krass es klingt. Wie aber Michael Rensing. Ja, Michael Rensing hätte den auch nicht festgehalten. Da musst du schon ein guter Champions-League-Torwart sein, um so einen Ball festzuhalten. Da habe ich auch keine Erwartung an Wolf, dass der den festhält. Aber wenn man ihn schon klatschen lässt, dann wenigstens nach außen. Eigentlich ist es ein Fehler, aber kein gravierender Fehler. 13 Minuten war es dann soweit. 2-0 für Nürnberg auf der linken Abwehrseite. Fühlt sich niemand irgendwie für Ishak zuständig, der schwedische Nationalspieler. Der flankt dann einfach rein und dort kann Leipold einschieben. Der ist dann mehr oder weniger alleine, weil Bozic und Gieselmann nicht draufgehen. Warum auch immer. 20 Minuten nach Fehlpass mit einer 3-gegen-2-Situation spielt man das aber zu schlecht aus. Da eigentlich nur eine prozentige Chance. 28 ist eigentlich das Gleiche. Zimmer schickt Eihan, der lässt den Gegner stark aussteigen. Und dann die Flanke von Haraguchi, der kann ihn nicht verwerten. Und ja, Hennings macht dann den Abpraller aus 2 Metern irgendwie nicht rein. Jetzt haben wir vor der Halbzeit zum Glück das 2-1 gemacht in der 37. Nach einer starken Flanke von Gieselmann kann Usami einköpfen. Micha, in der Halbzeit habe ich gedacht, oh Gott, das geht bestimmt so über die Bühne, weil so spektakulär, wie sich unser Bericht jetzt liest, so krass war das Spiel nicht. Ja, es war aber auch kein schlechtes Spiel, meiner Meinung nach. Es war ein gutes Spiel von Nürnberg. Fortuna hat sich dann ein bisschen defensiv, ein bisschen mager angestellt und vorne eigentlich die guten Chancen nicht gemacht. Ja, und dann kam halt die Flanke, die überragende Flanke von Gieselmann, der Usami kann einköpfen. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, Fortuna macht dann noch eins und dann geht's am Ende 2-2 aus und dann sind eigentlich alle zufrieden. Aber Fortuna hat dann erstaunlicherweise in der zweiten Halbzeit nochmal aufgedreht. Und einer, der besonders aufgedreht hat, ist Nico Gieselmann, der in der 59. Minute den Ball aus der zweiten Reihe in den Winkel zirkelt, wie einst Roberto Carlos. Wie hast du das Ding erlebt? Weil ich saß da mit meiner Flasche Wasser und dachte mir nur, what the hell? Ja, bei mir war es ganz kurios, weil irgendwie zu dem Zeitpunkt ist der Sky-Go-Player ist abgeschmiert und gerade als der Ball in der Luft war und eingeschlagen ist, ging er wieder. Also ich habe praktisch nur noch die Flugbahn vom Ball gesehen und nicht mehr den Schuss. War auf jeden Fall ein überragendes Tor aus irgendwie 25, 30 Metern. Und dass er sich da traut, einfach mal drauf zu ziehen und dass er dann wirklich so schön gezirkelt in den Winkel geht, Respekt auf jeden Fall. Nürnberg will nach Bormund Körpereinsatz einen Elfmeter in der 61. Ich glaube, da streiten sich auf die Geister, die mehr Fortuna bezogen sind, sagen, ah, das war nie was. Die eher Nürnberg die Daumen halten, sagen, ja, das war ein glasklarer Strafstoß. Der Schiri hat nicht gepfiffen, also scheißegal. Dann haben wir 64., 76., 85. Minute. Jeweils ein Wechsel, Lovren kam für Rama, Nielsen kam für Haraguchi und Kujovic kam für Bozek. Micha, warst du überrascht, dass Kujovic schon nochmal Einsatzminuten bekommt die Saison? Es geht ja die Gerüchte um, dass er die Fortuna Richtung Schweden verlassen wird. Weil eigentlich wurde ja Kujovic geholt für die Flanken von außen, dass der den Ball reinköpfen kann. Und deswegen war es meiner Meinung nach eigentlich eine logische Einwechslung, vor allem wenn man dann doch auf den Sieg gehen will. Du warst dann soweit. 90+1, Micha, beschreib das 3-2 für uns. Ja, erstmal war es, ich glaube, ein Freistoß, der irgendwie so halbherzig geklärt wurde von Nürnberg. Also ja, dann kam der zweite Ball auf links, auf Lovren. Und der macht dann eine traumhafte Flanke mit dem Außenriss, wo ich dran gedacht habe, als Douglas Costa, als der bei Bayern neu war und dann so eine Flanke mit Außenriss gemacht hat, dann haben den alle in den Himmel gelobt, was das für ein überragender Spieler ist. Und ich denke mir, Lovren hat genauso eine Flanke gemacht. Und da sagen die nur, ja, war eine schöne Flanke, aber es war einfach eine überragende Flanke mit Außenriss, genau dem Eihan auf dem Kopf. Und der macht dann einen Aufsetzer und der Torwart kommt dann zwar auch dran, kann ihn aber nicht mehr rausfausten, sondern nur noch ins eigene Netz fausten. Ja, ich bin ein bisschen abgegangen. Ja, das war eigentlich so ein, ja, man spielt halt dann lange hohe Bälle rein, aber irgendwie war Fortuna so nicht unbedingt so, dass die dann am Ende, beziehungsweise gegen Dresden ja schon, aber dass die dann wirklich am Ende nochmal aufdrehen und dann jetzt zum zweiten Mal in der 90. Minute dann doch noch gewinnen, war auf jeden Fall überragend und meiner Meinung nach auch dann die verdiente Meisterschaft. Ja, Fortuna holt dann die Meisterschaft in Nürnberg. Es gab zwar leider nicht die schöne Feier mit Podest und Medaillen und Konfetti, weil es in Nürnberg war, aber
Ja, naja. Die gab's dann am Montag danach. War auch ganz schön. Ja. Was auch ganz gut war, waren die Moral nach dem frühen 2-0 Rückstand von der Fortuna. Wollte man die Meisterschaft, um die Prämie nicht zu verlieren, oder was steckt dahinter? Ja, ich denke mal schon, dass Fortuna die Meisterschaft haben wollte und dass man dann sich gedacht hat, okay, wir geben nochmal komplett drauf und versuchen dann doch noch das Spiel zu drehen. Und die Chancen vor der Halbzeit hatte Fortuna ja auch. Fortuna hätte ja schon vor der Halbzeit das 2-2 schießen können. Wo wir dann bei, was eigentlich schlecht war bei dem Spiel, war halt die Chancenverwertung. Weil man hätte schon viel früher den Ausgleich machen können und hätte dann gegen Ende hin nicht so dieses Drama haben müssen. Ja, aber Fortuna dieses Jahr mit Chancenverwertung, zumindest was die Rückrunde angeht, oder großen Teil dieser Rückrunde plus 5 Spiele noch drauf, war einfach scheiße. Du hast Chancen vergeben am Fließband eigentlich, die du hättest eintüten müssen. Überrascht hatte eigentlich nur noch, dass Fortuna doch noch gewonnen hat, weil ich hätte dir nicht zugetraut, 3 Tore in einem Spiel zu schießen. Von den Chancen her hatten ja die Möglichkeit, aber dass man halt nach so einem frühen 2-0 Rückstand gegen Nürnberg, die eigentlich in dieser Saison nach Führung, glaube ich, noch kein einziges Spiel verloren hatten, dass man dann nach einer 2-0-Führung für Nürnberg, dass man das dann auch noch dreht, hat auf jeden Fall für die Moral der Mannschaft gesprochen und dass die auf jeden Fall Meister werden wollten und nicht am letzten Spieltag das noch aus der Hand geben wollten. Ein Spieler, der meiner Meinung nach irgendwie nicht nur wegen diesem schönen Torwart, sondern wegen viel Offensive, die ich eigentlich von ihm die ganze Saison mehr erwartet hätte, aber irgendwie das jetzt nur im letzten Spiel gezeigt hat. Aber für dieses Spiel war mein Fortuna of the Match auf jeden Fall Nico Gieselmann. Nicht nur 2-3 geile Flanken gemacht, die gefährlich waren, gut verteidigt, sondern hat er doch das Tor geschossen, was halt einfach eigentlich Tor des Monats werden muss. Ja, ich habe auch überlegt, Gieselmann den Fortuna des Spiels zu geben. Aber diese eine Aktion, die zum 2-0 von Nürnberg geführt hat, wo Botzek und Gieselmann sich nicht einig wurden, wo beide auf einmal ins Zentrum gelaufen sind, sodass Ishak auf dem Flügel komplett problemlos reinflanken konnte. Das hat mir dann so ein bisschen, hat dann doch ein bisschen den Ausschlag gegeben, dass ich dann doch Gieselmann den Fortuna des Spiels nicht geben wollte, obwohl er es auf jeden Fall verdient hat. Und ich habe es dann Eihan gegeben, weil er einfach gut dirigiert hat hinten raus und dann natürlich das entscheidende Tor geschossen hat. Jetzt, weil mir das gar nicht so bewusst war, haben wir einen gemeinsamen Fail der Woche, sozusagen unseren Negativpreis, wenn man so möchte. Micha, was ist unser Fail der Woche? Ja, also mein Fail der Woche ist einerseits die Böller, die aus dem Fortuna-Block kamen, was für mich halt ein bisschen ärgerlich ist, weil ich habe kein Problem mit Pyrotechnik, so Bengalos und Rauchbomben habe ich null Probleme mit, aber halt diese scheiß Böller, die kann ich nicht leiden, so. Und deswegen fand ich es halt unnötig, dass man dann noch Böller geworfen hat. Andererseits war es bei mir der Stadionsprecher aus Nürnberg. Den trifft's jetzt leider, ich habe nichts persönlich gegen ihn, aber halt diese Art von Stadionsprecher, die kann ich nicht leiden. So dieses, danke, bitte. So, genauso dieses, weißt du, der ruft dann immer so, Ergebnis für Nürnberg und dann 2. Und Düsseldorf 0. Obwohl, da hätte Düsseldorf 5-1 führen können, weißt du, dann hätten alle gerufen 0 und hätten es lustig gefunden. Wo ich mir denke, das war vor 10 Jahren schon nicht mehr lustig. Und es gibt viel zu viele Stadionsprecher, die das dann immer noch machen. Das war noch nie lustig. Das ist dann auch irgendwann ausgelutscht und dann immer dieses Düsseldorf 0, danke, bitte. Wo ich mir auch denke, ey Leute, was ist los mit euch? Und ich bin so heilfroh, dass unser Stadionsprecher halt nicht so ein Marktschreier ist, sondern einfach mal, der ist schon emotional, aber er ist halt nicht so dieses, ich bin jetzt auf der Kirmes und moderiere was, sondern er hat auch noch wenigstens ein bisschen Anstand, sag ich mal. Und so, genau mit diesem Anstand wollen wir uns auch verabschieden für diese Woche. Warte, ich wollte die anderen fragen, ob die das jetzt, Leute, von mir aus auch Nürnberger, ob die das wirklich, weil zum Beispiel, wenn unser Stadionsprecher das machen würde, ich würde nicht 0 rufen. Und das ist, ich weiß nicht, ob die das mögen oder ob die das einfach machen, weil es dazugehört, oder ob die das genauso scheiße finden. Deswegen, Entschuldigung, ich muss mich das regt mich schon seit Wochen auf. Ich weiß nicht, bei welcher Mannschaft das auch war, immer dieses 0. Das danke, ist bei Gladbach, bitte, bei Dortmund, bei zig anderen Vereinen. Oh, ja, aber hör mir auf mit Norbert Dickel, das ist eh. Aber okay, grundsätzlich. Okay, ich muss mich beruhigen. Während der Micha sich beruhigt, könnt ihr euer Feedback oder Themenvorschläge gerne in YouTube in die Kommentare schreiben. Wenn ihr es über den klassischen Podcatcher hört, gerne am Projekt Megafon podcast@gmail.com oder gerne in unseren Social Medias unter den aktuellen Posts der Folge schreiben, dann findet ihr uns als Projekt Megafon. Das gerne ein Abo, ein Like da, würde uns super duper freuen und
Noch ein paar kurze Worte zum Schluss. Das Foto-Special mussten wir leider verschieben, weil der Jens, der Stadionsprecher, unser super-duper Kumpel Brudi, leider krank ist. Gute Besserung an dich, falls du die Folge hörst. Und dann würde ich sagen, die reichen wir auf jeden Fall irgendwann nach. Ja, dann würde ich sagen, nächste Woche kommt dann für euch die Saisonabschlussfolge. Hört da auch rein. Vielen Dank. Ich bin der Mo und der Micha sagen auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal.